Saarbrücken fühlt sich vieles sehr europäisch an. Wenn man über die Straßen läuft, hört man sehr oft französisch sprechende Menschen. Wenn man an der Saar lang fährt, weiß man gerade gar nicht, ist man noch in Deutschland oder schon in Frankreich. Und abends beim Feiern gehört nämlich ein guter Cremant natürlich dazu. Das Saarland ist ein sehr europäisches Bundesland. Das Saarland hat von Europa profitiert. Deswegen sind wir am 26. Mai alle dazu aufgerufen, das Europäische Parlament zu wählen. Für ein soziales Europa, für ein humanitäres Europa und für ein solidarisches Europa gegen rechts. Europa bedeutet nicht nur Cremant und Croissants. Für uns ist Europa auch ein soziales Projekt, für das es sich lohnt zu kämpfen. Wir wollen einen europäischen Mindestlohn. Wir wollen gleichen Lohn für gleiche Arbeit für Männer und Frauen. Wir wollen aber auch ein humanes Europa, in dem alle die gleichen Rechte haben. Kämpft mit uns, geht am 26. Mai zur Wahl, wählt SPD.